Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Wachtelform.com. Ja, hier seht ihr aus meinem Schlupf drei Sorgenkinder. Zumindest zwei ziemlich deutlich. Bei dem hier bin ich mir etwas unsicher. Steht ein bisschen wackelig. Ich glaube, der wird es schaffen. Aber bei den anderen beiden seht ihr ganz klar ganz, ganz mächtige Spreizbeine. Und bei einem ist sogar der Fuß so ein bisschen in einer ungünstigen Position. Ja, immer wieder kommt die Frage nach, zeigt doch mal, wie man Küken tapet. Ich hatte das schon mal in einem Livestream so halbwegs gezeigt. Hab da auch bisher so einiges ausprobiert, unter Zuhilfenahme von einem Strohhalm, von Gummibändern, die man da dazwischen setzt, zwischen die Beine. Also, es geht im Großen und Ganzen darum, dafür zu sorgen, dass die Küken die Beine nicht mehr so auseinanderschieben, sondern es geht darum, die Beine in der richtigen Weite, ungefähr 2 cm, unter den Körper zu bringen, damit sie die Möglichkeit haben, ihre Muskeln richtig auszubilden. Ich habe das in der Vergangenheit mit einem etwas starreren Klebeband gemacht. Das war auch so Klebeband, was genutzt wurde von, was von Elektrikern genutzt wird. Allerdings ist dabei das Problem, dass das tatsächlich zu starr ist und die Küken die Beine nicht bewegen können. Ich möchte es jetzt mal mit so einem ganz normalen Klebeband, was eigentlich jeder im Haus hat, probieren und euch zeigen, was ich dabei mache. Ihr seht, das Vorankommen ist nahezu unmöglich. Bei diesem einen, also ich glaube, da brauche ich tatsächlich nichts machen. Kommentiert vielleicht einfach mal unter das Video drunter, tapen oder nicht tapen. Aber bei den anderen beiden muss ich definitiv was machen. Also der eine läuft ein bisschen unsicher, aber ich glaube, da brauche ich nicht tapen. Und die anderen, die hauen sich natürlich die Beine weg. Ja, also, warum benutze ich das? Zum einen haben wir immer ein Problem mit der Farbe. Wenn diese Tapes farblich sind, dann kann das schon sein, dass die Küken sich gegenseitig an diesen Tapes durch die Kükenkiste ziehen. Ganz einfach, weil das verlockt zum Picken, wenn es schwarz ist, wenn es braun ist, wenn es rot ist. Also nicht wirklich optimal. Ich glaube, mit durchsichtig ist es am besten. Und hier kommt noch dazu, dass gefühlt für mich das Ganze am flexibelsten ist. Jetzt nehme ich hier einfach mal so ein Stück ab. Wie gesagt, so ein ganz normaler Streifen. Allerdings ist der so zum Tapen gefühlt zu breit. Ich klebe den mal hier oben auf den Rand. Nein, das funktioniert so nicht. Ich nehme einfach eine Schere und gucke mal, dass ich den der Länge nach geschnitten bekomme. Scheint ganz gut zu funktionieren. Jetzt habt ihr es nicht gesehen, aber jetzt ist der Streifen nur noch halb so breit. Ich habe ihn praktisch der Länge nach geschnitten. Ja, jetzt wird es gleich ein bisschen... Ups, Kamera verrutscht. Jetzt wird es gleich ein bisschen brutal aussehen, wie ich mir die Küken hier nehme. Aber ich muss sie ja schlussendlich auch in einer Position haben, in der ich die Beine in einer Position halten kann, in der sie schlussendlich sein sind. Ich fange mal hier einfach auf einer Seite an. Oberhalb des Fußes setze ich den Klebestreifen. Vorsicht, dass er noch nicht zusammengeht. Das ging gerade mal nicht. Ich musste so ein bisschen auch mit gucken auf die Kamera. Ja, es sieht böse, gefährlich aus, wie ich das Küken hier halte. Aber es ist in dem Fall tatsächlich leider notwendig. So, ihr seht, das Klebeband geht ständig wieder auf bzw. wieder ab. Aber ich zeige euch einfach das Prinzip. Wir haben praktisch eine Lasche um einen Fuß.
wehrt sich. So. So ist das Ganze praktisch jetzt. Ihr seht es hier zusammengeklebt. Die Beine können nicht mehr so weit auseinanderrutschen. Ich hätte mir das jetzt hier fast noch ein bisschen besser vorgestellt. Die Zehen sind frei. Und jetzt wehrt sich es natürlich auch so. Aber ihr seht es, im Gegensatz zu vorher, rutschen die Beine nicht mehr so massiv auseinander. Hier seht ihr es bei dem. Ihr müsst die Küken hinterher natürlich trotzdem separieren. Das heißt, ich habe noch eine kleine Wärmeplatte, ich nehme eine extra Kiste und setze diese Küken nochmal extra. Das ist jetzt natürlich anstrengend und ein bisschen geschockt, aber es geht halt darum, dass die Muskeln sich so entwickeln. Das funktioniert leider Gottes nicht immer. Gefühlt für mich in 25% der Fälle führt es zum Erfolg. Ich zeige es euch hier nochmal. Oberhalb des Fußes, am besten gleich umschlagen. Jetzt seht ihr es, hier ist viel besser geklebt. Dann nehme ich den zweiten Fuß dazu. Ein Abstand von etwa 2,5 bis 3 cm dürfte ganz angemessen sein. Wir sind auch hier fertig. Ihr seht die Beine. Jetzt muss man halt sehen, dass die Tierchen lernen, sich so erstmal zu halten. Da seht ihr schon. Das ist eine Freche. Dass jetzt hier nicht getaped wird, fängt an zu picken. Ich werde das, schreit auch am lautesten, ich werde das einfach erstmal wieder mit zu den anderen dazusetzen, die anderen beiden vereinzeln. Wichtig ist jetzt bei den getapten Küken, stellt bitte eine spezielle Kükentränke mit rein. Die Nippeltränken werden nicht funktionieren, weil die Küken sich nicht koordiniert nach oben bewegen können, um an die Nippel zu kommen. Stellt eine Kükentränke rein, macht nicht den Fehler und stellt irgendwie so einen mit Wasser gefüllten Deckel da rein, weil die Gefahr besteht, dass die Küken dort reinstürzen und dann tatsächlich ertrinken. Ihr seht das hier sehr schön, sie bewegen sich jetzt nicht extrem, aber sie versuchen halt das Gleichgewicht so zu halten. Das ist ungewohnt. Ich nehme mal den kleinen Schreihals hier rüber. Es ist ungewohnt für die Tiere. Jetzt hocken sie erstmal. Sie sind auch noch ein bisschen müde. Vor ein paar Stunden erst aus dem Brüter raus. Aber guckt mal, ihr seht's, wie es sich vorsichtig tapernd bewegt. Wenn ihr tatsächlich zu starres Klebeband nehmt, können die Beine nicht bewegen. Aber ihr seht hier, es ist mehr so ein Rumstürzen und Rumtapern von diesen. Aber es scheint erstmal zu funktionieren. Also ganz wichtig, eine Kükentränke jetzt in eine extra Kükenkiste, eine Wärmeplatte. Ja, seht ihr, und das ist das Problem. Aber hat es geschafft und das auch nur, weil das Klebeband, der Klebestreifen so flexibel ist, dass es sich dann doch wieder bewegen und wieder fangen kann. Also das ist was ihr so ein bisschen beobachten müsst, dass die da nicht Ewigkeiten auf dem Rücken liegen. Aber bei diesem, das ist ziemlich mobil, sieht das jetzt schon mal ganz gut aus. Bei dem anderen werden wir es sehen. Erwartet keine Wunder, also es funktioniert nicht in jedem Fall. Was wichtig ist, diese Tiere nicht in die Zucht mit reinnehmen, also ob Hahn oder Henne, keine Bruteier von den Tieren nehmen und ja als Hahn auch nicht treten lassen, weil das möglicherweise doch genetisches. Ich werde das hier bei den beiden beobachten, in einer extra Kükenkiste. Und ja, dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Also, ihr habt das Prinzip Tapen gesehen. Darum geht es. Es muss möglichst flexibel sein, aber auch haltbar. Es darf nicht gleich wieder abgehen, damit die Beine auch zusammenbleiben, auch wenn die Küken hinterher dann vermeintlich nur so sitzen. Die stärken ja doch ihre Muskeln
Und, oh, der kleine Schreihals hier, der ruft, er ruft. Ich vermute fast, es wird ein Hahn. Müsste man mal markieren und gucken, was bei rauskommt. Also, es werden die Muskeln trainiert. Und schlussendlich besteht die Möglichkeit, dass er dann auch irgendwann Hennen habt, die tatsächlich legen, dass diese Gehbehinderung sich gibt. Ja, geben wir ihnen eine Chance. Lassen sie künftig aus der Zucht raus. Und ja, jetzt habt ihr mal gesehen, wie das Tapen funktioniert. Das wäre optisch sicher schöner gewesen mit einem farbigen Klebeband. Aber ja, wie gesagt, die sind zu fest, zu starr. Die Tiere können die Beine kaum bewegen, lernen das Laufen nicht. Ich bin jetzt gerade selber ganz begeistert davon, wie gut das hier funktioniert. Ich will nochmal gucken. Da wird gestrampelt und gemacht und getan. Also noch hält's. Ihr müsst es natürlich auch immer mal so ein bisschen im Auge behalten. Jetzt habt ihr es nicht gesehen. Also so ein bisschen im Auge behalten. In der Regel, ja, nach 2 Tagen könnt ihr es abnehmen, dann sollte alles gut sein. Wenn nicht, ja, dann schauen, ob die Tiere klarkommen. Dann habt ihr halt welche, die einen merkwürdigen Gang haben. Ihr seht das wieder aus der Spur gefallen, aber schafft es halt selber wieder auf die Beine. Ja, und wir schauen, ob wir dann zumindest Legehennen haben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentare, Anregungen, Hinweise gerne unter das Video. Abo nicht vergessen, um kein Video künftig zu verpassen. Und ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.